Hallo und herzlich willkommen zum Tor des Jahres 2012. Ihr habt jetzt nur noch eine Stimme für 6 Tore. Ihr habt Zeit vom heute, den 1. Februar, bis zum 14. Februar um 23:59:59. Ja, so genau wollen wir es auch nur nicht haben. Ihr seht, an Abschluss, das Ergebnis in der Infobox. Ich werde vorher zwischen dem 1. und dem 14. da nur Lücken lassen. Wenn aber nach dem 14.02.2013 da nichts steht oder wie auch immer steht oder was auch immer steht, ne, wisst ihr Bescheid. Also, los geht's mit den Toren, mit den 6, die ihr schon entschieden habt vielleicht. Und was macht er denn da? Was macht er denn da, Hattrick? Was hat er denn da bitte gemacht? Das schauen wir uns gerne nochmal an. Das könnte das Tor des Jahres sein. Er stoppt den Ball, und dann kommt der Torhüter auf ihn zu und denkt sich, hä? Warum stoppt er den Ball? Er ist komplett überfordert, der Torhüter. Aber das hast du halt, wenn du in einer niedrigen Liga spielst. Die Spieler nehmen sich nicht das so ernst wahrscheinlich. Rodriguez. Und der macht das 1:0 für Atletico. Überraschung. Na, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass der jetzt einfach so mal rausschießt und den auch noch dann schön unter die Latte zimmert. Rodriguez setzt sich durch und dann zack. Keine Chance für einen Torhüter. Für Diego Lopez. Wie komme ich auf Diego? Jetzt gehen, ne? Ich merke schon, das ist hier irgendwie. Das widerspricht das, was ich sage. Es widerspricht sich einfach. Weil es wird nicht das Einfachste, den Ball abzunehmen. Weil er höchstwahrscheinlich ständig irgendwelche Ball, Sachen vorhat. Nein. Also, nein, das ist doch mal ganz genial. Was war das denn für ein Tor? Und die dritte Ecke folgt zugleich. Und mit der Hacke reingeschossen. Edin Dzeko. Das hast du aber Weltklasse gemacht. Oder ist das nur eine Sinnestäuschung gewesen? Zumindest tanzt er erstmal eine Runde mit Silber. Gucken wir uns das auch nochmal an, ob das wirklich ein Hackentor war. Wenn ja, dann nominiert das mal schön. Ja, Weltklasse. Kurzgetretene Ecke, Balotelli nimmt ihn an, guckt erstmal rüber, sieht, dass Dzeko frei steht. Dzeko nimmt ihn nicht mal an und schießt ihn mit der Hacke rein. 4:0. Ich hab's auch gemacht. Jeden Modi hat ja seine eigene Tore und dementsprechend Tor des Modis. Und ja, jeder Part hat ja eigentlich auch jedes Teil, ich hab das ja Teil genannt.